Unter individueller Freiheit verstehen wir, dass ein Mensch ohne Druck oder Zwang durch andere handeln kann. Dass er seine eigenen Interessen verfolgen kann, ohne wie ein Knecht herumkommandiert zu werden. Also die Freiheit des Menschen, selbst zu entscheiden, was man sagt, wen man heiratet oder welchen Beruf man wählt. Im Grundgesetz Artikel 2 ist diese Freiheit verfassungsmäßig garantiert. Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Unsere demokratische Verfassung schützt die individuelle Freiheit aber nicht nur, sie setzt ihr auch Grenzen und gibt Spielregeln für alle vor, damit die Handlungen der einen nicht die Rechte der anderen oder das Gemeinwohl verletzen. Der Begriff Gemeinwohl drückt aus, dass etwas im Interesse aller ist. Und deshalb begrenzt auch hier die Gesellschaft die Freiheit des Einzelnen, damit jeder Mensch eben nicht tun und lassen kann, wozu er Lust hat. So verbietet der Gesetzgeber zum Beispiel, giftige Stoffe einfach zu vergraben. Oder er zwingt Menschen, Steuern zu bezahlen. Weil es dem Gemeinwohl dient, für sauberes Trinkwasser zu sorgen oder Schulen und Krankenhäuser zu finanzieren. Sowohl die Freiheit des einzelnen Menschen als auch das Gemeinwohl müssen in einer Demokratie geschützt sein. Deshalb muss jede Einschränkung überzeugend begründet und in einem demokratischen, verfassungsmäßigen Verfahren bestätigt werden.